gehabt. Ich begrüße euch, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Ich nenne euch alle so, die ihr hier seid, denn sonst wäret ihr ja nicht hier. Der Frieden ist euch wichtig. Ich beginne gleich mit dem, was ich euch sagen möchte. Wir wollen leben und die Erde bewohnbar halten. Das wollen die meisten Menschen, doch einzeln sind wir dazu zu schwach. Nur wenn wir uns zusammenfinden, deutlich machen, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die für die Erhaltung des Friedens eintreten, werden wir die Verantwortlichen auf den Weg gewaltfreier Lösungsmöglichkeiten drängen können. Was im Schrecken 1945 endete, darf sich nicht wiederholen. Frieden und Sicherheit können nicht durch das Gleichgewicht des Schreckens garantiert werden. Jede Weltmacht kann schon jetzt mit ihren Nuklearwaffen den Erdball mehrmals in Schutt und Asche legen. In Europa stehen sich die beiden Machtblöcke nahtlos gegenüber mit ihren Riesenarmeen. Hier bei uns würde im Kriegsfall die Atomschlacht entbrennen. Nicht militärisch, nur politisch lassen sich in unserer atomar gerüsteten Welt Konflikte lösen. Der Weg dazu heißt Entspannung und vor allem durch Abrüstung. Dieser Weg erfordert von beiden Seiten Vorleistungen. Das damit verbundene echte oder vermeintliche Risiko müsste schrittweise und überprüfbar von unseren Politikern eingegangen werden. Was bedeutet also Entspannung in Ost- und Westkonflikt? Erstens, Verbindungen wirtschaftlich-kultureller politischer Art nicht abreißen lassen, sondern ausbauen. Gewaltverzicht und friedliches Zusammenleben der Völker. Senkung des Wehretats, dann Abrüstung und Umleitung der eingesparten Gelder in Sozialhaushalte und Entwicklungshilfe. Deutschland, das in der Vergangenheit seine Nachbarn das Fürchten gelehrt hat, hat es nötiger als andere, durch Taten glaubwürdige Schritte in Richtung auf einen für alle sicheren Frieden zu unternehmen. Was können wir tun? Informationen verbreiten, die gängigen Feindbilder abbauen helfen. Unsere Politiker verpflichten, dem Bekenntnis zum Frieden Taten folgen zu lassen. Machen wir deutlich, dass säbelrasselnde Kandidaten für uns nicht wählbar sind. Unterstützen wir alle Kräfte in Parteien, Organisationen und Kirchen, die zur Besonnenheit aufrufen und sich für den Ausgleich im Verhältnis der Staaten zueinander einsetzen. Wehren wir uns gegen Konfrontationspolitik. In diesem Sinne wollen wir Menschen ansprechen, die der Resignation entgegentreten, zum Engagement aufrufen und zu gemeinsamen Handeln für Entspannung und Abrüstung ermutigen. Diesen Text, liebe Freunde, habe ich nicht für heute geschrieben. Diesen Text haben wir von der Friedensinitiative Wilmersdorf 1980 geschrieben. Als ich diesen Text in Vorbereitung auf diese Rede noch einmal raussuchte, kam mir irgendwie in den Sinn und ihn las, traten mir Tränen in die Augen. Ist es nicht erschreckend, welche Aktualität dieser Text hat? Das ist 37 Jahre her. Ich war damals 46 Jahre alt. Jetzt bin ich fast 83 Jahre und die Situation ist kaum weiterentwickelt. Vielleicht sogar noch viel gefährlicher als damals. Und so packte mich zu meinem Schmerz darüber, dass Kriegsgeschäfte und Krieg nicht aus der Politik zu verdrängen sind, so packte mich ein gewaltiger Zorn und ich versprach, keine diplomatische Rede zu halten. Ja, es ist richtig, dass Russland gewaltige Modernisierung vornimmt, dass im großen Stil auch in Russland die Rüstung verstärkt wird. Aber ein gewaltiger Unterschied zu uns ist da. Sie tun es auf ihrem eigenen Territorium. Und egal, was uns erzählt wird, der Rüstungshaushalt von Russland beträgt nur 10% von dem, was der Rüstungshaushalt zusammen in der NATO ausmacht. Aber das ist etwas, was wir im Hinterkopf haben müssen. Sagen aber will ich, wir müssen fragen, wie kann es dazu kommen, dass wir wieder an dieser Stelle stehen, dass wir wieder fragen müssen, wozu diese Rüstungsspirale. Und
Wir müssen fragen, wer bedroht wen? Das ist die alte Frage, die wir schon vor 37 Jahren gestellt haben. Es geht darum, ehrliche Antworten zu finden, aufrichtig zu sein, keine Angst zu haben, wie hier schon auch mehrfach gesagt worden ist. Denn wenn wir nicht aufrichtig für einen Ausweg aus diesem Dilemma suchen, dann ist das gefährlich für uns alle, vielleicht für die ganze Menschheit. Es gab in der Zeit, von da an, wo wir den Appell geschrieben haben, zu jetzt eine ganz kurze Epoche. Irgendeiner von den Rednern hatte das angesprochen. Eine kurze Zeit, da waren wir überzeugt, dass es möglich ist, für die Völker in Europa wirklich so etwas wie einen dauerhaften Frieden herzustellen. Dies war die Zeit um 1990 bei der Wiedervereinigung. Ich will euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Zu dieser Zeit löste sich der Warschauer Pakt auf. Die Sowjetunion, also heute Russland, war damit einverstanden, dass das Vereinigte Deutschland in der NATO bleibt. Aber im Gegenzug verlangten sie, und es wurde auch zugebilligt, dass die NATO sich keineswegs weiter erweitert. Die Verträge 2+4 und die Charta von Paris verlangten von Deutschland anzuerkennen, dass die Staaten souverän sind, dass ihre Territorien nicht angegriffen werden dürfen. Vieles mehr auch, dass das Völkerrecht eingehalten wird und akzeptiert wird. Keine dieser Abmachungen, die damals getroffen worden sind, sind eingehalten worden. Denkt an den Jugoslawienkrieg. In einer ganz kurzen Zeit haben die NATO-Staaten und dabei auch Deutschland absichtsvoll und rücksichtslos, das ist meine Meinung, diese Möglichkeit zum Frieden vertan. Konkrete Auswirkungen für Russland. Eingekreist von Militärbasen, umstellt von Raketenabwehrschirmen, die in der Lage sind, Erstschlagswaffen abzufeuern, die auch atomare Sprengköpfe tragen. Und so etwas wie Dauermanöver an der Westgrenze Russlands durch die NATO-Truppen. Das sind nur drei Punkte von vielen, die zu den Provokationen gehören, die gegen Russland ausgetragen werden. Ich sage das alles sehr einseitig betont, weil ich denke, dass es ausgesprochen werden muss. Ich frage Sie alle, ich frage euch, müssten die Russen nicht verrückt sein, wenn sie im Bewusstsein und in der Erinnerung an den Raub- und Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands diese neuerlichen Provokationen einfach so hinnehmen würden? Und diese Provokationen sind ja nicht zu Ende. Wenn wir realistisch sind, müssen wir annehmen, dass es weitergeht. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Der US-Sicherheitsberater und Sicherheitsexperte George Friedman hat völlig unverhohlen und deutlich ausgesprochen, was auch schon Brzezinski unter Reagan und George Bush gesagt hat. Es muss Strategie der USA sein, und jetzt Zitat, das zu verhindern gilt, dass deutsches Kapital und deutsche Technologie sich verbinden mit russischer Arbeitskraft und dem Reichtum der russischen Bodenschätze. Und es ist weiter gesagt worden in derselben Situation, die reichen Bodenschätze und vielfältigen Bodenschätze Russlands dürfen Russland nicht alleine gehören. Ist das nicht eine Aussage gegen das Völkerrecht? Aber ich würde sagen, noch viel schlimmer, diese Aussage enthält im wahrsten Sinne des Wortes Sprengstoff. Ex-Kanzler Helmut Schmidt hat vor 10 Jahren ungefähr in einem Interview gesagt, Russland ist lange nicht so gefährlich wie die USA, und die USA benutzt die NATO als ihr Instrument zur Durchsetzung ihrer hegemonialen Bestrebungen. Und dieser Satz ist in diesem Jahr zur Sicherheitskonferenz in München von dem neuen Verteidigungsminister der USA, Thomas Mattis, in einer viel banaleren und damit aber auch unverblümteren Weise ausgedrückt worden. Er sagte, die NATO dient dazu, unseren Lebensstandard zu bewahren.
Ich frage euch, was heißt bei dem uns? Die Mehrheit der Menschheit lebt auf einem Niveau, auf dem kein Mensch freiwillig leben möchte. Hinzu kommt, dass in den NATO-Ländern die Armut wächst und steigt, auch in unserem Land. Wenn wir auf der Straße sind und mit Menschen reden, und wir tun das vermehrt wieder, dann pfeifen das nicht nur die linken Spatzen von den Dächern, sondern ganz gewöhnliche Leute sagen, es ist ein Märchen, wenn es davon die Rede ist, dass die NATO dazu dient, Demokratie und Menschenrechte zu verbreiten. Und sie sagen, wie wir es immer gesagt haben, die Kriege dienen einer kleinen Machtelite, um deren Lebensstandard zu sichern und um die Profite zu steigern. Solche Politik, vor allem aber die Konfrontationspolitik gegen Russland, kann auch zu einem Krieg in Europa führen. Und dieser Krieg würde mit großer Sicherheit in unserer Gegend in Mitteleuropa stattfinden, wahrscheinlich in Deutschland. Auf deutschem Boden befinden sich viele wichtige US- und NATO-Basen. Wir wissen, dass Ramstein wohl eine der wichtigsten Basen der USA sowieso ist. Und wir haben im Hunsrück das Atomwaffenlager von Büchel. Wenn wir nicht wollen, dass das Wirklichkeit wird, wenn wir alle wollen, dass es nicht dazu kommt, dann müssen wir wirklich alle, aber auch alle daran arbeiten und mithelfen, dass die Politik friedlicher wird. Ich rufe euch zu, werdet widerständiger und werdet unbequemer. Schaut den Politikern auf die Pfoten, rückt ihnen auf die Pelle. Ich sage das so ordinär. Es reicht nicht, dass Politiker, wenn sie pensioniert sind, ihren Maulkorb ablegen und dann sagen, was sie wissen und darüber denken. Sondern es ist notwendig, dass wir jetzt gerade vor der Wahl auch nochmal das sagen, dass wir Politikerinnen und Politiker wählen, die schon zu ihrer Amtszeit mutig dafür eintreten, was sie mit ihrem Amtseid versprechen, nämlich Schaden vom deutschen Volke wegzuhalten. Die Bundesregierung betont in den letzten mit ihrer zunehmenden Macht immer wieder, dass sie Verantwortung übernehmen muss. Ja, das muss sie. Aber wir verstehen darunter etwas anderes als die Bundesregierung. Sie sieht darin Einsätze der Bundeswehr an allen Krisenherden der Welt, um mitzumischen. Wir sagen, Verantwortung übernehmen heißt Verantwortung im Angesicht unserer Geschichte. Verantwortung übernehmen für den Frieden. Das ist unser aller Aufgabe und wir müssen sie dahin drängen. Bundespräsident Heinemann, schon eine ganze Weile her, die meisten aber werden sich seiner noch erinnern, denn er gehörte zu den großen Bundespräsidenten, sagte, Vertrauen kann nur der erwerben, der bereit ist, auch Vertrauen zu verschenken. Und es gehört zu den vornehmen Aufgaben der Politik, sagte er, dass man es schafft, die Staaten aufzuschließen, Vertrauen zu geben. Wir fordern die in diesem Sinne von der jetzigen Bundesregierung, aber auch von der künftigen, endlich Vertrauen zu schenken und die immer wieder ausgestreckte Hand Russlands zu ergreifen, das Risiko eingehen und zu sagen, wir wollen mit euch. Russlands Angebot anzunehmen, gemeinsam ein friedliches Europa von Wladiwostok bis Lissabon oder wie der Willy Brandt-Kreis großartig auch formuliert hat, von Wladiwostok bis Vancouver zu schaffen und alle Kräfte, die dieses Anliegen mit uns teilen, sollten uns wichtig und lieb sein und wir sollten versuchen, aktiv, aber auch kritisch mit allen zusammenzuarbeiten, damit dieser Schritt endlich gelingt. Und ich wiederhole nochmal den Anfangssatz unseres alten Appells. Wir wollen Leben und die Erde.